Ja, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Punkt 5, Nachweis der Verankerung der Längsstäbe. Also 5, Verankerung der Längsstäbe. Skizziere mal die Situation und was man dann berechnen muss. Das ist unsere Stütze mit dem Fundament. Wir gehen jetzt gleich hier aus von einem Fachwerkmodell, das folgendermaßen aussieht. Wir bestimmen hier gleich so einen Wert x. Abstand hier x. Hier unten ist der Sohldruck, der hier wirkt. Und innerhalb des Bereichs x setzen wir jetzt hier oder rechnen wir die resultierende Kraft R aus, ja, innerhalb dieses Bereichs. Und dann haben wir hier einmal ein Fachwerkmodell. Da geht eine Druckstrebe hier hoch. Hier kommt eine Kraft runter. Die hat hier den Abstand e. Und hier oben haben wir die Kraft hier. Wir wissen, Stützenbreite 0,35. Das tragen wir dann schon mal ein. Wir wissen, dass dieser Abstand a Lambda ist. Das sind 1,225 Meter. Und wir brauchen gleich den Abstand von dieser resultierenden Kraft zu dieser Stelle. Das nennen wir ZE. Und dann brauchen wir den Abstand. Hier unten liegt ja die Bewehrung drin. Und hier ist die Längsbewehrung, die es jetzt auch geht. Und das hier ist der Abstand ZI. Gut, wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir vor? Als erstes bestimmen wir das x. X ist, dürfen wir vereinfacht annehmen, als h halbe. Also einfach die Gesamthöhe, machen wir die noch kurz hier hin, Gesamthöhe des Fundamentes, h gleich 65 cm, also 65 halbe, 32,5 cm ist dieser Bereich, den ich hier gerade schon blau markiert habe. Ne? Das x ist 32,5 cm breit. Okay, dann e. E ist einfach 0,15 mal b. Also 0,15 mal b ist hier die Breite der Stütze, 35, also 5,25 cm. Also hier e gleich. Schreiben wir das mal, das E da weg. E gleich 5,25 cm. Okay, damit ZE. Wie rechnen wir jetzt ZE aus? Also wie kriegen wir diese Länge? Wir wissen, die resultierende Kraft, weil das hier ein Rechteck ist, greift in der Mitte an. Das heißt, wir können A Lambda minus dieses Stück und dann müssen wir noch plus E rechnen. Ja? Also a Lambda minus x halbe plus e. Also 1,225 minus x halbe 0,325 plus e 0,0525. Kommen wir auf 1 Meter, also 1,115 Meter. Dann ZI. ZI ist einfach 0,9 mal d vereinfacht. Also wir gehen hier von dieser Höhe bis zur Bewehrung. Das ist ja unser d. Und wir sagen einfach, 90% davon ist ZI. Ja? Also ZI 0,9 mal d. D ist 0,568. Also 0,511 Meter. Okay, Sigma 0, das
haben wir schon berechnet, die Spannung. Machen wir trotzdem noch mal kurz NED, also 2,45 durch 2,8 Quadrat, 0,3125 Meganewton pro Quadratmeter. Und damit können wir dann unser resultierendes R bestimmen. Das ist einfach Sigma 0, weil es ja konstant ist, mal x. Also 0,3125 und x ist 0,325 Meter. Kommen wir auf 0,1016 Meganewton pro Quadratmeter. Okay, jetzt bilden wir Summe aller Momente um diesen Punkt. Summe aller Momente um x ist gleich 'r' mit diesem Hebelarm von ZE und die Stahlzugkraft. Die Kraft auf Höhe der Stahlbewehrung dreht in die andere Richtung, dreht so rum, ne, mit dem Hebel am ZI. Also R mal ZE und in die andere Richtung dreht diese Kraft, die wir FS nennen, schreiben wir es nochmal dran, FS mit dem Hebel am ZI. Okay, also R mal ZE gleich FS mal ZI. Und damit können wir FS bestimmen über R mal ZE durch ZI. Gut, dann FS gleich R 0,1016, ZE 1,115, ZI 0,511. Kommen wir auf 0, 222 Meganewton pro Meter. Das hier oben ist auch Meganewton pro Meter, ne? Das ist ja Spannung mal eine Länge, deswegen Meganewton pro Meter. Also unsere Kraft in der Bewegung ist 0,22 Meganewton pro Meter. Dann bestimmen wir jetzt damit unsere Verankerungslänge. LB RQD. Das ist Durchmesser Viertel mal Sigma S durch FBD mal AS erforderlich durch AS vorhanden. Okay, Durchmesser. Wir haben 16er Durchmesser für die Längsbewehrung gewählt. Durch 4 mal Sigma S. Wir sind die ganze Zeit von 457 ausgegangen, also machen wir das hier auch. FBD für ein C3037 ist 3,0. Dann mal A ist erforderlich. A ist erforderlich und A ist vorhanden. Gucken wir noch mal kurz nach. Das ist Streifen 1 und 2. Ne? Wir sind ja jetzt, ne, wenn wir die Verankerungslänge bestimmen, wenn hier die Bewehrung liegt, liegen wir hier in den äußeren Bereichen, also in den Außenstreifen, also Streifen 1 und 2. Was haben wir hier für eine Bewehrung gewählt und was war erforderlich? Gewählt haben wir 8,04 Quadratzentimeter. Erforderlich sind 6,17 Quadratzentimeter. Also haben wir 6,17 durch 8,04. Kommen wir auf eine Länge von 467,6 mm. Das ist größer als x. X sind nämlich nur 325 mm. Was können wir tun? Wir können das noch im Winklagen ausführen. Dann dürfen wir das um 70% abmindern. Dann haben wir 0,7 mal 467,6, also 327 mm. Und das ist ungefähr das x von 325 mm. Wir sagen jetzt mal, das passt. Ansonsten müsste man jetzt hier das x nochmal genauer bestimmen. Vielleicht ist dann eingehalten, müsste man nachgucken. Oder
Wir müssten mehr Bewährung reinpacken oder in dem Bereich, um die Verankerungslänge zu erreichen. Ne? Ausreichend, dass sie damit die Verankerungslänge ausreichend ist.